Guten Abend bei dieser Buchvorstellung des Molden Verlages. Mein Name ist Philipp Blom. Ich moderiere diese Veranstaltung und ich darf ganz besonders Zuseherinnen von der Presse und der kleinen Zeitung begrüßen zu dieser Veranstaltung. Sie widmet sich diesem Buch, Hitlers Vater, von Roman Sandgruber, der hier sitzt. Und wir werden uns darüber unterhalten und wir werden auch die Gelegenheit haben, zum Schluss dieses Gesprächs einige Fragen von Ihnen zu beantworten, nicht viele. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Ihre vielleicht nicht gewählt wird, aber schreiben Sie uns fleißig, damit Ihre gewählt werden kann. Roman Sandgruber, wunderbar, dass Sie da sind zu dieser Covid-bedingt publikumslosen oder zumindest hier publikumslosen Veranstaltung. Wir sitzen hier in einem Wiener Keller, umgeben von maskierten, sehr hilfreichen Menschen. Roman Sandgruber, über Adolf Hitler gibt es so viele Bücher, dass Bibliotheken sie nicht fassen können. Oft wird die ganze Geschichte Österreichs und Deutschland im Ausland auf Hitler ziemlich reduziert. Gleichzeitig sein Vater, über den haben Sie eigentlich die erste größere Studie geschrieben. Aufgrund eines Quellenfundes, eines Paketes, das Ihnen in die Hände gedrückt wurde. Erzählen Sie uns drüber. Ja, es ist natürlich richtig. Ich darf herzlich begrüßen auch zu dieser Veranstaltung. Es ist natürlich richtig, zu Hitler ist unendlich viel geschrieben worden. Merkwürdigerweise nicht viel von österreichischer Seite. Es hat ja Karl Graus schon 1933 geschrieben: Zu Hitler fällt mir nichts ein. Das ist vielleicht ein bisschen die österreichische Haltung dazu, dass eigentlich zum jungen Hitler und zu dem Milieu, in dem Hitler in Oberösterreich und in Österreich aufgewachsen ist, von österreichischer Seite recht wenig geschrieben wurde. Auch Brigitte Hamann, die das großartige Wien-Buch Hitlers Wien geschrieben hat, ist ja eigentlich eine Deutsche, die nach Österreich geheiratet hat. Insofern war es mir lange schon ein Bedürfnis, noch dazu als Professor an der Universität Linz, wo man eigentlich mitten in diesem Milieu drinnen ist, über die Jugend und die Jugendzeit Hitlers und das Milieu, aus dem er gekommen ist, etwas zu machen. Noch dazu, wo eben dazu sehr viele Irrtümer im Raum stehen. Natürlich der Anlass war dann wirklich ein Zufall. Eine Nämlich. Dame ruft mich an, sie kennt mich aus der Zeitung, weil ich in Oberösterreich regelmäßig in der Zeitung historisch schreibe, und sie ruft mich an: Ich habe Briefe von Alois Hitler. Nun ist man zuerst ein bisschen skeptisch. Gibt es das, wo es zu Die Alois Hitler und... Hitler-Tagebücher waren auch kein großer Erfolg. Das heißt, als Historiker ist man dann erst einmal. Ja. Und es ist ja von jungen Hitler gibt es ja keine Quellen. Es gibt eigentlich nichts vor dem Ersten Weltkrieg, das von Hitler selbst relevant verfasst worden wäre, und vom Vater schon gar nichts. Und dann komme ich hin, besuche die Dame und stelle fest, das sind 31 Schriftstücke, ein ziemlich großes Korpus, insgesamt, wenn man es transkribiert, fast 65.000 Zeichen, also nicht so wenig. Und die Briefe behandeln ein halbes Jahr. Natürlich hätte man die ganze Lebensspanne abgedeckt, aber dieses halbe Jahr, wo es um den Ankauf einer Landwirtschaft geht, erlaubt dann doch einen sehr tiefen Blick in die Psyche dieser Familie, in den Zusammenhalt und natürlich vor allem auch in die finanziellen Probleme. Sie beschreiben diese Psyche, diesen Moment sehr schön. Ich versuche jetzt nur, ja, hier ist es, dass der Grabstein von Alois Hitler, den wir hier sehen, auf dem wird Alois Hitler ausgewiesen als K&K Zollamtsoberoffizial in Pension und Hausbesitzer. Das war ihm offensichtlich sehr wichtig. Das war damals generell sehr wichtig. Aber ein Beamter ist natürlich eine Respektsperson. Das war er schon. Also er hat als Beamter
eben sehr weit gebracht von einer einklassigen Volksschule, ohne eigentlich jede nennenswerte Bildung, aufzusteigen bis in das mittlere Beamtentum. Wie hat er das geschafft? Wie? Er hat angefangen als Schusterlehrling. Er war zuerst eigentlich ein Ziehkind. Ein uneheliches Kind, das zu einem Verwandten, wahrscheinlich Verwandten, man weiß ja nicht, wer der Vater wirklich war, aber dorthin gegeben wurde, lebt eben bis zum 13. Lebensjahr auf diesem Bauernhof. Ziehkind ist nie angenehm. Man weiß nicht, wurde er wirklich geliebt oder wurde er nur ausgenutzt, und man hat sehr viele Ziehkindergeschichten, die also wirklich brutal waren, schöne Tage etwa. Das ist alles. Und dann macht er eine Schusterlehre. Aber Sie schreiben auch, was mich erstaunt hat, dass in Oberösterreich in der damaligen Zeit uneheliche Kinder sehr normal waren auf dem Land, dass sie eigentlich kaum Anstoß erregten, für die Mütter wohl. Für die Mütter war es ein großes Problem, eine unverheiratete Mutter zu sein, aber die Kinder wurden als billige Arbeitskräfte gebraucht, aber es gab so viele davon, weil so wenige Menschen das Geld hatten zu heiraten und einen Hausstand zu gründen, dass es fast ein Normalfall war. Es war fast ein Normalfall, fast 50% und oft viel mehr noch als 50% der Kinder waren unehelich. Müsste man einerseits meinen, ja, das ist schon die Normalität. Aber wir haben in Wien am Institut seinerzeit eben solche Lebensgeschichten gesammelt und festgestellt, ein beträchtlicher Teil dieser unehelichen Kinder will das verschweigen. Sie kommen doch nicht zurecht. Die Mütter sowieso. Für die Mütter ist es immer ein Makel geblieben. Auch wenn sie dann geheiratet werden, vielleicht sogar vom Vater des Kindes, dann wird das aplaniert. Aber für die Kinder bleibt und ist da immer ein gewisser dunkler Fleck geblieben. Und ich vermute, dass dieser dunkle Fleck nicht nur bei Alois Hitler war, sondern dass der sogar auch noch Adolf belastet hat. Über seine Herkunft aus dem Waldviertel wollte er nicht sprechen. Das war auch für ihn noch belastend. Er hatte auch Lücken in seiner für die Nazis natürlich sehr wichtigen Ahnentafel, die dann fiktiv gestopft wurden von Ahnenforschern, weil natürlich der Führer einen makellosen Stammbaum haben musste. Aber zurück zu seinem Vater, zu Alois Hitler. Ein uneheliches Kind, ein Ziehkind, das dann in die Schusterlehre geschickt wird. Wie wird der zu einem doch im provinziellen Kontext sehr relativ hochrangigen Beamten? Er geht als Schustergeselle nach Wien. Das ist auch kein angenehmes Leben. Als Schustergeselle in Wien, irgendwo, also bei einem Meister oder in Heimarbeit, entschließt sich eigentlich relativ rasch, zur Zollwache zu gehen. Zollwache, da braucht man ruppige Burschen. Das heißt also, Zollwache, das war nicht Dienst im Büro, Dienst an der Grenze, Schmuggler zu jagen. Und er wird natürlich an eine heikle Grenze geschickt, an die österreichisch-bayerische Grenze in Salzburg und im Innviertel. Das sind Gebiete, die eigentlich noch gar nicht lang bei Österreich waren. Salzburg seit 1816 und eigentlich auch das Innviertel effektiv erst seit 1816. Das sind Grenzen um 1850, wo eigentlich die Neigung zu Bayern noch viel größer war als zu den Habsburgern und durch unendlich viel geschmuggelt wurde und auch eben handfeste Kämpfe an der Tagesordnung waren. Dort lernt eigentlich Alois Hitler sein Gewerbe. Aber er schafft es recht schnell. 1864 ist er schon Beamter. Also er ist eigentlich nur 9 Jahre wirklich bei der Zollwache, wo man in Wind und Wetter draußen herumgeht, und dann ist er schon Beamter. 1864 heiratet er auch, was bisher eher ganz falsch datiert wurde. Er heiratet eine 20 Jahre ältere Frau. Wahrscheinlich hilft ihm das für den Aufstieg, dürfte. Man weiß nicht viel über sie, woher sie kam, aber sie dürfte ihm den Aufstieg geebnet haben, dürfte etwas Geld gehabt haben oder eben gutes Netzwerk in die Zollwache, weil ihr Vater war ein Zöllner in Wiener Neustadt, also an der österreichisch-ungarischen Grenze.
damals. Und er macht sozusagen dann seine Karriere, wird dann ins 1871 kommt er dann nach Braunau, also als Fix-Zöllner dort, und dort bleibt er dann auch bis zum Jahr 1891. Also eigentlich eine ziemlich lange Spanne in Braunau, etabliert sich immer mehr, geht gewissen Hobbys nach, heiratet dann noch zweimal, in diesen zweimal dann sehr viel jüngere Frauen. Zuerst also eine 20 Jahre ältere Frau, dann zweimal 20 Jahre jüngere Mädchen. Also einerseits also die Franziska Masselsberger, von der zwei Kinder stammen, die älteren beiden, und dann, die stirbt, aber schon mit gut 20 Jahren stirbt die an Tuberkulose, und er muss sofort wieder heiraten, denn er braucht einerseits wen, der die Kinder versorgt, und andererseits muss er natürlich, will er auch wieder eben verheiratet sein, und eben, und er heiratet in diesem Fall jetzt seine Großnichte, die schon als Bedienungshilfe immer da war auch, und das ist die Clara Bölzel aus seiner Heimat. Ob sie dann wirklich verwandt war, ist ja strittig, aber auf jeden Fall de jure war sie verwandt. Und braucht auch eine päpstliche Dispens dafür, und dann beginnt, so könnte man sagen, ein geregeltes Familienleben, das aber höchst ungeregelt war. Das ist aber, glaube ich, ein sehr wichtiger Moment bei diesem ungeregelten Familienleben, denn das ist schon die Zeit, in der der kleine Adolf mitläuft in der Familie. Ja. Und was Sie sehr eindrücklich beschreiben, ist, was für ein unstetes Leben er war. Ja. Es war, wenn man sich Hitlers Biografie ansieht und die ersten Jahre in Braunau, dann scheint das so ein fast beschauliches, provinzielles Leben zu sein. Sehr bäuerlich, sehr gut verwurzelt. Aber verwurzelt war die Familie Hitler eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Denn erstens kommt Hitler, Alois Hitler, aus dem Waldviertel und dann über Wien und über die Zollwache. Das waren höchst unbeliebte Leute im Innviertel. Einerseits Zöllner, da ist man schon unbeliebt, dann nicht aus dem Innviertel und vielleicht drittens auch ein bisschen überheblich oder besserwisserisch. Das war Alois Hitler auf jeden Fall, und er ist immer besserwisserischer geworden, je älter er geworden ist. Aber das genau ist interessant. Woher wissen Sie das? Diese Briefe, die Sie da genutzt haben, die Ihnen gegeben wurden, was für ein Porträt zeichnen die von diesem Menschen? Zeichnen eben gerade ein Porträt, er weiß alles besser. Er hat natürlich eine autodidaktische Bildung sich erworben, die anzuerkennen ist. Mhm. Denn also als mit einer einklassigen Volksschule hat er nicht viel gewusst, und mit der Schusterlehre hat er sicher nicht viel dazugelernt. Und dann plötzlich kann er sich aber ausdrücken mit ungeheuer vielen Fremdworten in einer sehr gespreizten Sprache, also sehr bürokratisch. Er hat viel dazugelernt, und er macht ständig Kurse, also in Landwirtschaft, in Bienenkunde, in Hundeführung etc. Zwei faszinierende Sachen dabei. Erstmal, wenn Sie sagen, in Hundeführung, mehrere Zeugen überliefern, dass Alois Hitler seine Kinder nicht nur viel geschlagen hat, sondern dass er auch nach ihnen gepfiffen hat wie nach Hunden. Ja, genau. Das ist ja das, was die Alice Miller, ja, also in ihrer faszinierenden Darstellung und Analyse so hervorgestrichen hat, ja, das Pfeifen. Und jetzt kann ich auch nachweisen, dass er Inserate aufgibt, ich verkaufe Hunde etc., dass er gut abgerichtete Hunde, also da schließen sich manche Lücken, das möchte ich, mag vielleicht unbedeutend sein, aber das ist Pfeifen, hat schon was und ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man es dann auch genau nachweisen kann, dann ist es jetzt natürlich noch dichter. Aber das andere Element, was Sie erwähnen, die Landwirtschaft, Alois Hitler wollte zurück zu seinen bäuerlichen Wurzeln. Er wollte Bauer werden, aber nicht nur Bauer, er wollte Gutsbesitzer werden. Er wollte Herrenbauer sein, mit einer Kutsche herumfahren und gegrüßt werden vom Straßenrand. Also für ihn war das nicht so sehr
ein eine Erwerbsidee, sondern es war tatsächlich der soziale Status, der ihm wichtig war. Damit wird man, das bringt ein Haus, Hausbesitzer, das bringt Status. Und je größer das Haus ist und über je mehr Pferde man damals verfügen konnte, das hat was bedeutet. Man hat in Oberösterreich damals die Bauernhöfe nach der Zahl der Pferde bewertet. Ohne Pferde, nur mit Ochsen und Kühen oder ein Rössler, zwei Rössler, vier Rössler, sechs Rössler, das war schon ein Graf. Also das ist, also da ist schon, das spielt eine Rolle. Wir sind ja noch im Voratom mit Bildzeitalter. Also man kann also mit der Pferdekutsche zum Bahnhof fahren, das genießt er auch in den Briefen, das betont er, das macht er. Und natürlich, was weiß ich aus den Briefen? In den Briefen sind alle, mit denen er zu tun hat, in seinen Augen Dummköpfe. Die Beamten, der Notar, der Geometer, der Richter, das sind alles Versager. Er könnte das viel, viel besser, er könnte sehr viel besser, behauptet er, einen Vertrag aufsetzen. Er könnte natürlich auch sehr viel besser mit dem Saatgut etc. umgehen, also auch seine Bauern rundherum, die sind ungebildet, er weiß mehr, und vor allem natürlich auch die Dienstboten. Die Dienstboten, das sind alles Schlawiner, wie man also da sagen würde, und eben Betrüger, die nichts arbeiten wollen. Wenn man dann nicht gleich dahinter ist, dann geschieht nichts. Also diese sozusagen Arroganz des Autodidakten und quasi schon etwa vorgeprägt, was dann bei Adolf Hitler so stark wird, diese Vorstellung auch des Autodidakten-Genies, die bei Adolf Hitler dann so stark ist, die ist beim Vater schon da. Und in den Briefen klingt das ständig durch. Also was er kann und was die anderen nicht können. Er kann selbstverständlich eine Pferdeversicherung, selbstverständlich eine Feuerversicherung, alles was, selbstverständlich Kunstdünger. Also das wissen die anderen nicht. Er hat sich das angeeignet. Er hat wirklich also im Innviertel Kurse besucht. Einerseits interessanterweise bei einem jüdischen Großgrundbesitzer, der Wertheimer, der das Gut Ranshofen besessen hat, der hat also immer wieder, und dann natürlich beim Gründer der Schärdinger Molkerei und des Schärdinger Genossenschaftsverbands, der Winninger hat natürlich auch ständig Kurse, und der hat alle besucht und sich da ein beträchtliches Fachwissen erworben. Das ist interessant. Aber in der Familie selber sind die Probleme riesig. Es gibt natürlich einerseits die Probleme mit den Halbgeschwistern. Die zwei Älteren, der Alois und die Angela. Und dann die sechs Kinder, die die Clara zur Welt bringt, von denen vier sterben. Also das ist auch für damalige Zeit. Clara ist Adolfs Mutter. Clara ist Adolfs Mutter. Ja. Und die bringt sechs Kinder zur Welt und vier sterben. Der Adolf ist das Erste, das überlebt hat. Aber nach ihm sterben wieder noch zwei. Und nur die Jüngste, die Paula, hat dann noch überlebt. Das ist also eigentlich dann seine einzige richtige Schwester. Das bringt dann relativ brutal zurück in die historischen Realitäten der damaligen Zeit. Was mich auch erstaunt hat, ist, dass zwei von Adolfs Großeltern wurden noch im 18. Jahrhundert geboren, waren relativ alte Eltern, also eine große Spanne zwischen den Generationen. Aber sie machen in dem Buch sehr stark, dass viele der Strukturen, der Ideen, der Verhaltensweisen, die Adolf Hitler später als Diktatoren prägen, schon angelegt sind in seiner ländlichen Kindheit und in seinem Vater. Was für Parallelen oder was für Linien ziehen Sie da durch? Also was sicher schon beim Vater angelegt war und was er irgendwo nachvollzogen hat, ist diese Vorstellung des Autodidakten-Genies, die ja dann bei Adolf Hitler sehr, sehr stark ist. Adolf Hitler hält auch eigentlich seine Umgebung für eher Versager. Die Generäle,
Er weiß besser als die Generäle, er weiß es wahrscheinlich besser auch als die Architekten, er weiß es besser als die Naturwissenschaftler. Ich meine, er lässt sich schon dann und wann auch was sagen. Also das ist nicht so, aber im Prinzip pflegt er den Geniekult. Und Adolf Hitler, auch künstlerisch, er sieht sich ja als Allround-Genie. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Redner, als Autor, als Schauspieler und auch als sozusagen Künstler natürlich. Das ist das Allerwichtigste, dass er sich also Künstler und Architekt. In allem ist er natürlich eher halb gebildet. Sieht sich als Genie. Das Einzige, was er vielleicht wirklich gekonnt hat, ist Schauspielern. Das, also, aber dieser Geniekult spielt eine große Rolle. Ob das beim Vater schon vorgeprägt war, das wissen wir nicht. Also über künstlerische Ambitionen von Alois Hitler haben wir überhaupt keine Informationen. Wie ist es bei seiner Mutter? Auch da wissen seine wir Mutter, eigentlich gar nichts. Seine Mutter bleibt sehr blass, weil es gibt eine Fotografie von ihr. Aber sonst, also es gibt von ihr, glaube ich, keine Briefe, es gibt keine anderen Dokumente. Das heißt, wir hören immer wieder, dass sich ihr sehr, sehr gerne an sie erinnert hat, an ihre Zärtlichkeit, an ihre Liebe, also das genaue Gegenteil vom Vater. Aber sonst bleibt sie eigentlich wirklich nur flach. In den Briefen kommt sie ein bisschen deutlicher zum Ausdruck, weil man aus den Briefen sieht, erstens, dass von ihr ein wesentlicher Teil des Geldes kommt. Sie geht selbst auf die Bank, sie geht selbst zur Post, also und sie geht ins Wirtshaus, was damals eigentlich für Frauen untypisch ist. Und also es ist also, sie ist nicht nur dieses Hausmütterchen, das wir aus diesen Stellen von Goebbels kennen. Dieselbe Kindheit wie meine Mutter, also liebreizend, der Vater streng und die Mutter liebreizend. Wird nicht ganz so sein, aber irgendwo wird das schon stimmen, wie auch Adolf Hitler das gesehen hat, der Vater ein autoritärer Knochen und die Mutter eher lieb und zugetan. Aber wir haben auch andere Schilderungen von ihr, die mögen sehr voreingenommen sein, also von den Stiefkindern, vom Alois und seiner Frau, die ja kein gutes Bild von der quasi Stiefmutter zeichnet. Also es ist also, aber ob das objektiv ist, sage ich, dahingestellt. Die hat natürlich auch sich verraten gefühlt dann vom Alois, der ja also sie verlassen hat und dann in Deutschland wegen Bigamie angeklagt wurde. Also das, insofern. Das ist nicht der Vater, sondern der Halbbruder. Das ist der Halbbruder, ja. Das ist der Halbbruder. Auch Alois. Auch Alois, das ist der älteste Sohn. Nicht Alois, der Vater, sondern Sohn, Alois, der Halbbruder. Der ja quasi dann immer als das schwarze Schaf der Familie gefunden hat, merkwürdigerweise. Ein Kleinkrimineller. Aber sozusagen also für den Vater Alois war natürlich das der Versager. Und das hat ihn also auch natürlich angespornt zu ganz besonderer Härte gegen den zweiten Sohn, der dann überlebt hat, den Adolf. Da soll ihm das nicht mehr passieren, dass er aus der Schule fliegt, dass er dann kriminell wird wegen Diebstählen, zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt wird und dann irgendwo eine wilde Karriere in Frankreich und in England erlebt. Also das ist sozusagen, das ist schon ein Motiv im Verhältnis des Vaters zum jüngeren Adolf. Hitler selbst, also Adolf Hitler, ist seine Familie eigentlich immer peinlich gewesen. Er wollte sie nicht erwähnen und er sagt einmal etwas sehr Bezeichnendes. Er sagt, also ich bin kein Familienmensch, all diese Sachen erscheinen mir trivial und dumm. Ich fasse das jetzt zusammen, ich gehe nur in der Volksgemeinschaft auf. Also einerseits eine starke Abneigung gegen seine Herkunft, gegen seine Familie, gegen die Erlebnisse, die er da hatte, die vielleicht auch trivialer waren, als das der Führerkult eigentlich verlangt hat.
aber andererseits auch eine Überhöhung, denn seine Familie ist das Volk. Ja, das ist ja auch noch gegenüber Eva Braun. Er heiratet ja auch Eva Braun nicht oder erst am letzten möglichen Tag, weil er sagt, meine Braut ist die Volksgemeinschaft. Das zieht sich dann bei ihm dann auch weiter. Also Familienmensch ist Adolf Hitler keiner, aber er hat auch, glaube ich, diese familiäre Wärme nicht wirklich erleben können. Diese vielen Übersiedlungen, der Stress, also das muss ja für die Mutter auch viel Stress gewesen sein. Aber es ist was sehr Wichtiges, glaube ich, dieses Kind, was immer der Fremde ist, ja, was keine Freunde hat, zuerst mal, was sich einfinden muss, was sich vielleicht auch eine gewisse Arroganz zulegt, um damit zurechtzukommen, was wir vom jungen Hitler wissen, der ein Träumer war und als Kind immer Krieg spielen wollte, sogar dass seine eigenen Kameraden schon davon ermüdet waren, dass es jetzt schon wieder Krieg war. Aber das scheint mir ein sehr schlagendes psychologisches Detail, aber Sie machen noch andere Kontinuitäten sozusagen stark. Naja, ist natürlich dann der wirkliche Schock für den jungen Adolf Hitler war dann der Wechsel von diesem ländlichen Milieu. Und er war eigentlich immer bis zum Beginn der Mittelschule war er immer in ländlichen Milieus, zum Teil also in sehr dörflichen, zum Teil so im kleinen märktischen. Lambach ist ja auch ein kleiner Markt und Leonding damals war ein Großbauerndorf. Also und wo eigentlich die Familie Hitler dann in Wahrheit nichts mehr gegolten hat. Naja, aber das ist auch wichtig. In einem Großbauerndorf gibt es eine ganz klare Hierarchie. Ja. Da weiß jeder, wo er hingehört, ja, in der großen Hierarchie. Ja. Und dann kommt dieser Adolf Hitler, geht er jeden Tag von Leonding nach Linz in die Schule. Und in eine Schule, diese Realschule war schon was Elitäres. Da waren relativ Kinder aus der Oberschicht. Berühmterweise und wunderbarerweise war ein anderer Schüler dieser Realschule, der junge Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, zwei oder drei Jahre ober Adolf Hitler, also nicht in derselben Klasse, also was meistens behauptet oder oft behauptet wird, sondern also etwas älter. Aber was wichtig ist, denn Karl Wittgenstein war einer der reichsten Männer. Er war der reichste, ja. Also ich meine, Karl Wittgenstein konnte sich aussuchen, wo er seine Buben zur Schule schickte. Ja, und selbst der Ludwig Wittgenstein hat schon so viel geerbt gehabt, dass er 5 Jahre später, also noch als Student, also 50 Mal so viel im Jahr verdient hat, also der Alois Hitler, und der hat aber eine gute Pension gehabt. Also das heißt, das waren ganz andere Dimensionen. Und da waren aber auch andere Kinder, also eben, die also auch aus ähnlichem Milieu kamen und gleichzeitig Professoren, die nach der Schrift sprechen, die natürlich auch ihre Marotten haben, die eben auf diese Bauernbuben oder vom Land da, und es wird ja glaubwürdig berichtet, der kleine Adolf Hitler in Leonding wird gesehen noch, wie er die Ziege ausführt. Das ist in einem Großbauerndorf das Schändlichste, was einem überhaupt passieren kann, mit einer Ziege, mit einer Eisenbahnerkuh unterwegs zu sein. Also das ist, das sind schon Schocks, wo er dann sozusagen sich durcharbeitet und dieses Milieu in Linz war er dann in dem an sich sehr klerikalen Oberösterreich, dass er durchgehend katholisch ist, war ungeheuer antiklerikal und eigentlich religionsfeindlich, muss man sagen. Und das nimmt eigentlich die Familie Hitler auch sehr stark auf, zumindest der Vater und der Sohn, die Mutter, glaube ich, weniger. Die dürfte regelmäßig in die Kirche gegangen sein, der Vater nur zum Uniform ausführen. Ich glaube, der geht auch regelmäßig in die Kirche, aber geht zum Evangelium hinein und bei der Wandlung wieder hinaus. Also das ist, also damit man gesehen wird. Und hinter uns wird kräftig gebaut. Ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam dazu, dass Fragen, die vielleicht da sind, wir schon keine Fragen. Wir freuen uns auf Fragen, wenn Sie das vorbereiten können. Entschuldigen, ich hatte Sie unterbrochen. Ja, ja, und eben dieses Linzer Milieu ist natürlich dann das zweite wichtige Milieu, das für
Adolf Hitler wesentlich wird. Neben der Familie ist es dann plötzlich diese Schule und ist es das ganze antiklerikale, rassistische und antisemitische Milieu in Linz. Wir haben eine Frage, die sehr grundlegend ist, nämlich wie Sie die Echtheit dieser Briefe bestätigen konnten. Gab es Proben der Handschrift von Alois Hitler? Was haben Sie gemacht? Also Handschrift von Alois Hitler kennen wir fast nicht. Also wir kennen nur ein einziges Ansuchen von ihm und über die Rückerstattung seiner Kaution. Aber was man als Historiker zuerst untersucht, ist die Provenienz. Und die Provenienz ist in diesem Fall sonnenklar. Diese Briefe lagen vom Adressaten 1895 bis heute im Besitz der Familie. Also das ist, und waren auf einem Dachboden, wo sie halt also aufbewahrt waren. Es hat niemand was davon gewusst und plötzlich hat man sie entdeckt. Also insofern die Provenienz ist einmal ganz klar. Und dann haben diese Briefe alles, was man an äußerem Merkmal. Es ist die Briefmarke drauf, es ist der Stempel, beziehungsweise Empfangs- und Poststempel immer drauf. Die lassen sich nicht leicht fälschen. Es ist sozusagen, sie sind versiegelt mit den Siegeln der Zollstation und auch die inneren Merkmale stimmen. Es gibt keine Widersprüche. Es ist sozusagen, also eigentlich sind die Informationen, die drinnen sind, passen. Genau die Namen, die erwähnt werden, lassen sich alle nachvollziehen. Also der Großhändler, heutiges Großhandelshaus Pfeiffer, wird damals schon als Urfahrer Händler erwähnt, das lässt sich nicht fälschen. Also das ist, und auch die Adressen, also insofern die Echtheit, an der kann man nicht zweifeln. Also da braucht man keine jetzt aufwendige chemische Probe des Papiers. Ich gehe auch nicht ins Archiv und schaue bei jeder Archivalie aus dem 19. Jahrhundert, ist die auch echt. Also insofern, da gibt es keine, weil man sonst bei Hitler natürlich sehr vorsichtig sein müsste. Man ist ja gewitzigt mit gefälschten Tagebüchern und man ist gewitzigt mit ungeheuer vielen gefälschten Hitlerzeichnungen. Oder auch Hitler-Notenblätter, alles Mögliche, das verdächtig sein könnte. Aber bei den Briefen gibt es sicher keinen Zweifel. Eine andere Zuschauerin, ein Zuseher möchte wissen, ob Sie meinen, dass wir uns da noch weitere Überraschungen erwarten aus seiner Vergangenheit. Ja, auch das hoffe ich. Man kann nur hoffen, es sind natürlich nur Zufälle, aber ich glaube, dass noch mehr auftaucht. Mir wird jetzt werden laufend Dinge angeboten. Zum Beispiel? Aus dem Waldviertel ruft mich ein Bauer an, vermittelt über den Bürgermeister. Er will seinen Namen nicht nennen, er hat einen Kaufvertrag noch, der mit Alois Hitler abgeschlossen wurde. Und der Kaufvertrag ist echt. Ich habe dann eine Kopie bekommen, aber die Ängste, gerade im Waldviertel, bei den Verwandten oder ehemaligen Verwandten im Waldviertel, sind immer noch groß. Da wirkt noch viel nach aus der sowjetischen Besatzungszeit, wo die Familie verfolgt wurde. Also alle Verwandten damals im Waldviertel sind einige in Sibirien gelandet in Sippenhaft. Also insofern. Weil sie Verwandte von Hitler waren. Ob sie dann sympathisiert haben mit dem Nationalsozialismus oder nicht, war da zweitrangig, aber Verwandte von Hitler. Und es taucht überall noch was auf. Also es könnte noch einmal ein Sensationsfund kommen. Es sind ja auch, das habe ich ja auch noch nicht erwähnt, auch das Urmanuskript von Kubitschek. Also der Kubitschek-Erinnerungen des Jugendfreundes von Adolf Hitler. Kubitschek war ein Jugendfreund. War der einzige Jugendfreund. Und da sind die Erinnerungen 1953 gedruckt worden, sehr verfälscht von zwei hochrangigen nationalsozialistischen Ghostwritern, die also auch nach 1945 ihre Ideologie noch nicht abgebaut haben. Also diese Memoiren sind verfälscht, sind aber die Hauptquelle bis jetzt gewesen, also für die Jugendzeit Hitlers. Und jetzt ist das Urmanuskript aufgetaucht. Das Urmanuskript aus den 40er Jahren, aus den frühen 40er Jahren, handschriftlich, das also ganz anders ausschaut
als das, was nachher publiziert wurde. Also es kann noch viel auftauchen. Woran liegt das, dass einer der best erforschten Menschen der Welt, und das ist Adolf Hitler nun mal, dass da noch so viele und gerade in seinem Heimatland so viele Überraschungen kommen? Wir kommen zurück auf den Anfang unseres Gesprächs, wo Sie gesagt haben, dass eigentlich sich gerade österreichische Historikerinnen und Historiker sehr wenig dafür interessiert haben. Dieses Land hat sich auch lange Zeit gelassen, damit seine ganze nationalsozialistische Vergangenheit zu konfrontieren und aufzuarbeiten, Reparationen etc. Woran liegt es, dass da jetzt noch offensichtlich so viele ungehobene Schätze sein können? Ja, ich hoffe, dass es wirklich so viele sind, aber es sind... Oder auch, dass so lange so ein Desinteresse geherrscht hat. Ja, also das hat ja schon also in den 50er Jahren Adenauer gesagt, ich schicke euch den Hitler die Knochen im Sarg zurück. Also weil die Österreicher eigentlich ja ständig damals versucht haben, Hitler ganz auf Deutschland zu überwälzen und eben also eigentlich die österreichische Herkunft zu verleugnen. Das ist inzwischen weg. Also inzwischen gibt es eine sehr offensive Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus in Österreich und auch mehr Beschäftigung auch mit der Herkunft und mit dem Milieu um 1900, dieser Pflanzstätte des Antisemitismus und des Nationalismus, auch des Biologismus und auch natürlich vor allem auch des Antiklerikalismus. Das spielt alles zusammen, wird jetzt oder ist schon viel erforscht worden und da hinein gehört natürlich auch die Geschichte des Adolf Hitler und seiner Jugend, wobei man natürlich, es wäre übertrieben, dann zu sagen, ich kann mit den Briefen von 1895 oder mit dem Manuskript von 1906 irgendwo den Holocaust erklären. Oder eben eine geradlinige Linie zu ziehen. Also auch aus der Realschule, in die Hitler ging, kommen drei hochrangige Nationalsozialisten hervor. Neben Adolf Hitler eben auch noch Eichmann und Kaltenbrunner. Gehen alle drei in dieselbe Schule. Also das ist schon auffällig. Denn in Linz gab es damals 5 Gymnasien. Aber nur aus dieser einen Schule kommen diese vielen Nationalsozialisten. Ist schon interessant, aber es kommen natürlich aus dieser Schule auch andere, die nicht Nationalsozialisten sind. Was hat Sie am meisten überrascht beim Schreiben und Recherchieren für dieses Buch? Was mich überrascht hat, am meisten hat mich wirklich überrascht, wie viel man noch an Fehlern entdecken kann und wie viel man noch berichtigen kann, wie viel an Fehlern tradiert wird und dass man wirklich noch auch Relevantes dazu erklären kann und neu hinzubringen kann. Das ist schon für mich auch überraschend, habe ich nicht erwartet. Ich habe halt gesagt, jetzt finde ich denn die Briefe, die muss man auswerten und dann rundherum, dass man rundherum auch noch so viel entdeckt, das ist für mich schon sehr überraschend gewesen. Roman Sandgruber, herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick in dieses Buch und einen Einblick in das Leben von Hitlers Vater gewährt haben. Ich darf Ihnen noch sagen, dass die nächste Veranstaltung des Molden Verlages am 24.03. ist, wieder auf diesem Kanal. Es ist ein Inspiration Talk. Ist das nicht ein beeindruckendes Wort? Ein Inspiration Talk mit Klaus Schwerter und Madeleine Alizadeh, die gemeinsam über dieses Buch sprechen werden, gut Mensch zu sein. Heute Abend aber ging es um einen veritablen Spiegel-Bestseller. Schauen Sie daher Hitlers Vater von Roman Sandgruber. Wie der Sohn zum Diktator wurde, ist vielleicht eine Frage, die kein Buch ganz beantworten kann. Aber es gibt doch wichtige Elemente einer Antwort. Herzlichen Dank und danke Ihnen fürs Zusehen. Ich danke auch sehr und freue mich, dass ich Interesse finde.